gewesen. Ja, wir waren wieder mal einkaufen. Hatten wir jetzt länger nicht, dass wir Lebensmittel eingekauft haben. Ich bin krank, immer noch, wieder, keine Ahnung. Und dann kaufen wir halt immer nur das Nötigste. Ja, sag Hallo, Ehemensch. Hallo, Ehemensch. Der Kater ist übrigens schon zugange und versucht, die Verpackung durchzukauen, weil er so ausgemergelt ist. Bekommt ja hier nichts zu essen. So, gekostet hat das Ganze, wenn die Kamera denn will. Los, hab zu wollen. So, 139,30 Euro. Ja, für das alles hier. Ich zeige euch das einmal im Schnellverfahren. Einmal wieder die halbe Küche voll. Da ist die nächste Katze. Gut, wir fangen hier hinten an. Wir haben einmal von Lucky Cat Knuspermix mit Huhn. Dann haben wir von Whiskers wieder das mit Thunfisch. Ja, ich weiß, das ist alles für euch. Die Mähkatze. Von Zoo Royal gab es wieder die Tüte mit dem Geflügel. Und diesmal nur ein Karton mit diesen Sachets, weil einen haben wir gerade angefangen und einer ist noch im Vorratsraum hier oben. Im Keller steht auch noch einer. Also dann haben wir erstmal. Und damit die Katzen auch mal was anderes, Leckeres bekommen, habe ich jetzt dreimal Katzenmilch geholt. Das finden die sehr lecker und hatten die jetzt sehr, sehr lange nicht. Für meine Schnupfnase kam einmal mit eine Packung Tattoos. Ja. Zack. So, weiter geht es. Machen wir mal das hier. Räucherzeug für den Ehemann hier darfst du direkt entsorgen. Bitte schön. Weg. Ja. Eklig. Bäh. So. Es kamen mit, damit ich nicht immer so lang am Herd stehen muss. Wenn ich krank bin, haben wir auch schon mal sowas hier. Und zwar ist das Tomatensoße mit Paprika und Chili-Extrakt Arrabbiata. Und das hier ist Bolognese mit Tomatenzwiebeln, Karotten und Hackfleisch mit vom Rind. Also für Nudeln mit Soße haben wir zweimal hier. Dann haben wir noch von Onkel Benz, die sind gerade im Angebot. Da ist das Doppelte drin, glaube ich. Müsste das Doppelte sein für denselben Preis wie die kleinen Gläser. Und ich habe jetzt hier einmal süß-sauer extra Ananas und einmal das süß-sauer extra Gemüse. Ja, beide Gläser geholt. Ja. Dann haben wir noch hier zwei Gläser von dem Delikatess Apfelrotkohl. Weil mein Mann sich wieder gewünscht hat, dass ich nochmal die Gnocchi mit Bolognese-Soße und Rotkohl mache. Das fanden wir alle sehr, sehr lecker. Also gibt's das jetzt in den nächsten Tagen nochmal. Eine Dose Pfirsiche für zum Beispiel mit Quark. Ich habe im Moment sehr Lust da drauf. Und ja, habe ich eine Dose Pfirsiche gekauft. Der Sohnemensch und der Ehemensch. Ja, was soll ich sagen? Die inhalieren das Zeug quasi. Deswegen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 7 Pakete Putenzwiebel-Mettwurst. Dann bekomme ich vielleicht auch eine ab, wenn ich ganz viel Glück habe. Ja, auf jeden Fall sehr viel Putenzwiebel-Mett, weil die beiden das im Moment echt lieben. Dafür liebe ich das Hähnchenkassler. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist super lecker. Ich finde das richtig gut, auch zum so kalt essen. Ich esse das dann einfach kalt mit ein bisschen Gemüse, Paprika, Tomate, Gurke dabei und vielleicht ein Mozzarella und dann habe ich eine kalte Platte. Also das kam für mich zweimal mit. Dann geht es weiter mit ein bisschen Obstkonservenkram. Skandinavische Wildpreiselbeeren für in Quark für mich. Oder für auf Brot für die Männers hier. Ich weiß ja nicht, ob die sowas mögen dann auf Brot. Einmal Apfelbirnenmark, auch für in Quark. Ich habe da heute richtig Japp drauf, Quark mit Obst zu essen. Apfelmangomark und ein großes Glas Bio-Apfelmark. Ich weiß nicht warum, manchmal habe ich so Anwandlungen, dann habe ich so richtig Japp auf sowas. Und Gott sei Dank waren wir gerade einkaufen und ich konnte mir das direkt kaufen, als ich es gesehen habe. Und ja. Ja, man könnte manchmal meinen, du bist schwanger, aber. Ja, manchmal habe ich so komische Anwandlungen, dann könnte man das echt meinen. Aber ich weiß ja, dass das nicht. Nee, das passiert auch nicht. Es kam wieder eine Geflügelfleischwurst mit für uns alle. Dann gibt es bei uns nächste Tage irgendwann, also in den nächsten 3 Tagen, gibt es die Gnocchi.
Eine Schüttelpizza, wer nicht weiß, was das ist, ihr packt alle Zutaten in eine große Schüssel, schüttelt das alles gut durch, natürlich nur, wenn die Schüssel verschlossen ist, sonst gibt es eine Riesensauerei in der Küche. Und dann schmeißt ihr das in den Backofen. Also es gibt so viele Rezepte für Schüttelpizza, könnt ihr im Internet gerne mal nachlesen. Ich habe eins mit sehr, sehr wenig Mehl, dafür halt körnigen Frischkäse drin, also ist dann High-Protein-Schüttelpizza und wir finden das sehr, sehr lecker. Und dafür halt den fettreduzierten Gratin-Käse. Aber gut, dass du das mit dem Deckel sagst. Ich weiß nämlich jetzt, was ich immer verkehrt gemacht habe. Ja, deswegen durften wir danach immer die Küche putzen. So, also einmal Schüttelpizza, einmal hier süß-sauer und einmal Gnocchi mit Rotkohl und Bolognese. Es durfte auch wieder mit diese Mini-Rolle Ananas-Mandel, die finde ich auch sehr, sehr lecker. Dann Frischkäse mit Knoblauch und Frischkäse mit Kräutern. Das ist ja bei uns auch mittlerweile Standard. Dann kommt von diesem Kräuterfrischkäse auch noch was in die Schüttelpizza. Ich fand das beim letzten Mal sehr lecker, als der mit drin war. Oh, für den Sohnemensch. Darf es in letzter Zeit auch mal wieder Frühstücksfleisch sein? Dann durfte natürlich auch eine Dose mit. Dreimal den Speisequark Magerstufe, zweimal die Kochcreme 7% Fett für die Gnocchi. Und dann haben wir hier einmal Tomaten Erika und einmal die Tomaten Hildegard. Ich dachte schon Marken Peter. Nee, Hildegard. Ah. Ist doch klar, Wow, oder? okay. Einmal Chips für den Ehemann, diesmal Oriental. Zwei Packungen Cherry-Tomaten, es sind leider wieder die kleinen, die 250 Gramm. Dafür aber nur 1 Euro so ein Schälchen. Das ist im Moment echt günstig, wenn man bedenkt, wie die Preise sonst sind. Ein Rübenzucker für den Ehemanns Kaffee. Für mich eine Tüte Cashewkerne. Ich bin ja die Einzige, die das hier isst. Dann haben wir ganz süße Sachen gefunden in der Special-Backabteilung. Und da habe ich mir direkt wieder an Tomte gedacht. Die werden ja so schnell nicht schlecht. Es ist ja alles trocken eingepackt und kommt ja keine Feuchtigkeit dran. Mini-Kekse, Mini-Butterkekse für den Tomte dann zu Weihnachten. Hier haben wir, kann man das sehen? Ja, Mini-Blumen. Also es das heißt übrigens Streudekor. Ich finde das immer sehr komisch. Und hier haben wir Mini-Kakao-Cookies. Also der Tomte wird dann bestimmt zu Weihnachten auch backen. So, alle drei. Dann hat der Ehemann wieder reingetan, eine große Tube Mayonnaise. Und wir haben Mayonnaise. Mayonnaise, ja. Wir haben gesehen, XXL Mehl war jetzt im Angebot. Da habe ich mal wieder eins mitgebracht. Einfach damit wir es auf Vorrat hier haben. Es durften mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liter Milch, 3,5 für den Ehemann und den Sohnemensch. Ich habe noch genug Milch da. Für mich. Damit ich vielleicht mal meinen Schnupfen und so loswerde und mal wieder durchatmen kamen von Vic Salbei mit kühlendem Menthol ohne Zucker. Ja. Zweimal American Sandwich Vollkorn. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch noch ein neues Brot. Das heißt dann Körner Balance. Hat aber mehr Kalorien als das American Sandwich Vollkornbrot. Deswegen kam das mit und nicht das andere. Und es waren Eier im Angebot. 12, 13, 15er Pack. Jetzt haben wir 30 Eier hier. Und ja, ich brauche auf jeden Fall auch diese Kartönchen zum Anpflanzen von Möhrchen. Dann kommt dann ein Möhrchenkörnchen-Samen so in ein so ein Müppelchen rein. Hat meine Mama mir nämlich extra ein Video geschickt. Und ich fand das eine sehr lustige Idee, dass wir das so machen. Und jetzt hat sich das angeboten, dass wir direkt so viele Eier auf einmal kaufen konnten. Und Special Sachen für den Garten. Also die Sachen sind unfassbar schwer. Also das Ding hier, das ist super schwer, die Schippe. Die wiegt mindestens 300 Kilo. Und die hat auch so eine Abmessung da drauf. Kann man das überhaupt sehen? Ja, man kann das sehen auf der Kamera mit Zentimeterangabe oder Inch. Sehr schön, kann man jemanden mit totschlagen. Jedes von diesen, oder Zoll, jedes von diesen Dingern hat 4 Euro gekostet. Und wir haben jetzt eine Gartenschaufel, Schippe, wie nennt man eine Handschaufel? Pflanzkelle. Eine Pflanzkelle, okay, noch was anderes. Dann haben wir hier Gartenschere Bypass, was uns das wohl sagen soll. Ich fand die aber sehr niedlich. Eine Gartenpräzisionsschere. Eine
Gartenschere Amboss, die ist dann im Vergleich zu der Bypass ein wenig runder hier unten und ein wenig kürzer von der Schnauze her. Sieht so ein bisschen aus wie so ein komischer Fisch mit dem Auge oder wie ein komischer Vogel. Also jetzt haben wir komische Fische oder Vogelköpfe hier. Und damit der Ehemann wieder Spaß hat im Garten, durfte eine Klappsäge für den Garten mit. Ja. Wie gesagt, jedes Teil 4 Euro, also 3,99, um ganz genau zu sein, findet ihr im Moment beim Pennymarkt. Und wir haben uns da jetzt eingedeckt und hoffen, dass das alles länger als eine Saison hält, damit der Preis sich bezahlt gemacht hat. Also wir haben jetzt für alle 5 Sachen logischerweise dann knappe 20 Euro bezahlt. Fand ich schon sehr cool. Und das ist, scheint wirklich stabiler Kram zu sein. Es gab dann auch noch so eine Furchenzieher und eine Kralle. Aber sowas brauchen wir alles nicht. Also der Ehemann ist zu schwach. Der kriegt Ja, das nicht verbogen. ich bin ein armer, kleiner, schwacher Ein Mann. armer, kleiner, schwacher Mann. Du armer, kleiner, schwacher Mann. Ja, passe ich wenigstens zu dir. Ja, weil ich ein armes Wesen bist. Ja, weil du ein armes, schwaches Wesen bist. Ja. Gut, ihr Lieben, das war's schon mit unserem Haul. Mit unserem Einkauf. Bock, jetzt habe ich euch auch noch den Kopf gestoßen. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Du bist schon wieder links, ne? Ja, nee, eigentlich gehöre ich. Eigentlich bist du ja rechts. So. Siehst du, jetzt sieht man dich auch. Dann ist das nicht immer so dunkel. Wenn Hey. ich gegen das Licht filme, dann bist du mal dunkel und man sieht dich gar nicht. Oh, bin ich denn schwarz? Nee, Schwatte bist du noch nicht. Gott, Leute. Ja, ihr Lieben. Das war's von uns, von hier für heute. Beim nächsten Mal gibt es bestimmt wieder ein Gartenvideo, denke ich mal. Oder mal gucken, ob wir vorher noch mal einkaufen fahren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wir freuen uns über Kommentare. Gerne nach unten. Ich habe übrigens eine neue E-Mail-Adresse für alle, die es interessiert. Die blende ich euch jetzt mal hier auf dem Gesicht vom Ehemann. So blende ich euch die hier mal ein. Dann gibt es eine neue In my E-Mail-Adresse face. in dein Face. Wer mir also gerne schreiben möchte, kann das gerne an meine neue E-Mail-Adresse machen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr uns was zuschicken wollt, da habe ich jetzt auch schon ein paar Anfragen bekommen, dann schickt mir einfach eine E-Mail und ich schicke euch dann unsere Adresse. Wir haben leider noch kein Postfach und meine Adresse möchte ich hier nicht öffentlich ins Internet stellen. Gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.